Und hier sind wir auch wieder bei Let's Play Wild Arms. Ja, das letzte Mal haben wir hier wegen eines Controller-Fails, sag ich jetzt mal, aufgehört. Den Text haben wir schon gelesen und es geht endlich weiter, ja! Meine Träume und meine Bestreben haben gerade erst begonnen. Zweite Runde. Schalte die Generatoren ein, Z. Leistung auf 200%. Das geht nicht mal, Lord. Das ist zu viel. Nein, das erzeugt ein... Ja, ein schwarzes Loch hier in diesem Raum. Ich wusste es. Was konnte ich tun? Keine Ahnung, was du versuchst, aber du hast verloren. Ergib dich. Ergeben? Ich? Mach dich nicht lächerlich. Ich werde den Generator aktivieren. Wir werden alle in die Dimensionslücke gesaugt werden. Ich werde auch eingesaugt werden, aber ich werde wiederkommen. Man komme dazwischen. Aha. Da ich der ultimative Herrscher dieser Welt bin. Nie werde ich hier sterben. Ich weiß nicht, wovon er spricht, aber hier geht nichts. Unmöglich. Rudy! In Ordnung, mein Lord. Schauen wir mal, was passiert. Also unter einem schwarzen Loch würde ich mir was ganz anderes vorstellen. Keine Fluchtmöglichkeit. Was macht ihr jetzt? Ihr macht mit mir eine Reise zum Wirbel. Glaubt ihr, ihr könntet diese Drähte mit diesen lächerlichen Schwertern durchschneiden? Sie sind aus magischem Silber gemacht. Unmöglich. Was? Was? Dein eigener linker Arm? Ja. Jetzt wird's widerlich. Rudy hat sich nämlich eben gerade seinen eigenen linken Arm abgeschnitten. Wir sind in der Nähe von Adlerheide. Ich dachte an alle, die nach Hause zurück müssen. Ich stellte mir die Burg vor und die Stadt, ehe ich mich versah, brachte uns die Träne hierher. Ja, Musik, du kannst jetzt aufhören. Rudy! Oh ja, Rudys Arm ist verletzt. Gut, du hast dich nicht in den Dimensionen verirrt. Ist das überhaupt möglich, Prinzessin? Rudys Körper, seine Waffe. Was ist los? Kein Grund zur Sorge. Wir werden ihn rechtzeitig mit Magie heilen. Nein, das kann nicht sein. Rudys Körper ist eine Maschine. Ja! Wie die Dämonen. Rudy, ich... Prinzessin, wenn wir in dieser Situation nichts zu ihm halten, wer bleibt ihm dann noch? Schau, er zittert. Er weiß es selbst nicht. Niemand ist gerne ein Außenseiter, oder? Er hat gerade herausgefunden, dass er einer ist. Rudy hat uns die ganze Zeit beschützt und nun sollten wir uns erkenntlich zeigen. Du hast recht. Alles wird gut, Rudy. Professor Emma... Aus Adlerheide sollte dir helfen können. Gehen wir, Prinzessin. Sie sollte. Wenn der alte Mann noch am Leben wäre, würden wir mehr darüber wissen. Es ist nicht Rudys Fehler. Er ist keine Zerstörungsmaschine.
Ja, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob das noch erzählt wird. Höchstwahrscheinlich schon, aber... Rudy ist... Das kann ich schon mal so sagen, gehört nicht zu den Metal Demons, zu den Metalldämonen, sondern es seine Entstehungsgeschichte ist eine ganz andere. Unmöglich. Ich bin wieder am Steuerpult der Photosphäre. Ich wurde in den Gate Generator gezogen. Das war knapp. Ich dachte schon, ich würde in einer anderen Dimension verschwinden. Wenn es auch paradox ist, dass ich mich erneut an diesen Ort des Hasses wiederfinde. Des Hasses zwischen einem Kind und seinen Eltern. Wenn ich durchgekommen bin, sind sie es wohl auch. Nun habe ich die dunkle Träne. Mit ihr werde ich die Kontrolle über Fulgaria erlangen. Ich allein werde diese Welt beherrschen. Das Dämonenvolk wird erneut die Macht haben. Wer ist da? Ist sonst noch jemand hier? Das muss ein Albtraum sein. Mein ist gekommen. Kind. Mein süßer Zeig. Das hört sich schon so widerlich an. Von nun an... Mist. Das... Selbst ich kann da nichts machen. Du sagst also, der Körper von Rudy ist... Die Anatomie ist dir gleich... wie beim Menschen. Knochen, Muskeln, Nervensystem. Es ist alles gleich, mit der Ausnahme, dass es künstlich ist. Der Körper ähnelt dem der Metalldämonen in den Legenden. Unmöglich, Rudy kann kein... Nein, kein Dämon. Er wurde wohl vom Menschen erschaffen. Er fühlt Schmerz. Er ist eine Maschine, die Schmerz fühlt. Wer würde so etwas tun wollen? Darauf kommt es nicht an. Das ist unwichtig. Wieso kann ich denen, die mir wichtig sind, nie helfen? Es tut mir leid, ich habe nicht bedacht. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Rudys Körper ist wie der Körper eines Menschen, nur das Material ist nicht dasselbe. Du kannst bei Mariel in der Stadt Rosetta Kräuter bekommen. Diese Kräuter könnten... Gib nicht alle die Hoffnung auf. Jack, du solltest dich um Rudy kümmern. Die anderen sollten sich auf eine Invasion vorbereiten, falls sie Dämonen versuchen, die Situation auszunutzen. Okay. Captain, bereite die Sweet Candy zum Kampf vor. Ich hab's. Auf dem Meer kann es keiner mit mir aufnehmen. Du lässt uns für unsere Freundschaft arbeiten, Rudy. Okay, alle. Hey, hock doch nicht faul herum. Deine Freunde brauchen dich. Er ist doch unser Freund, oder? Darum sollten wir uns so sehr... sorgen wir uns so sehr. Bist du blöd? Wie kannst du so etwas denken? Wofür hast du denn gekämpft? Um die, die du liebst, zu beschützen, oder? Nicht für irgendeine dumme Mission im Leben. Komm zur Vernunft, überleg's dir gut. Dir zuzuhören macht mich ganz wütend. Die reden ein bisschen konfus, habe ich eher das Gefühl. Danke, jetzt geht's mir besser. Rudy sagte, du hättest ein großes Herz.
genug. Los, gehen wir, Magdalen. Ich muss eine Kanone oder irgendetwas abfeuern. Ich muss diese Wut loswerden. Ja, gnädiges Fräulein. Und tschüss. Jede Minute zählt. Los, auf in die Stadt Rosetta. Ja, ab diesem Moment ist es leider so. Wir müssen komplett ohne Rudy jetzt erstmal rauskommen. Viele würden jetzt denken, oh, viel hat er aber nicht im Kampf geleistet. Doch, eigentlich schon. Zwar nicht physisch im Angriff, aber in der Verteidigung. Ja, unsere Probleme wurden gelöst, das ist immer gut. Schlechter, aha. Wo kann ich denn jetzt nochmal Dings kaufen? Ich brauch so ein bisschen Trankbären. Ich glaube, Megabären konnte man nicht im Spiel kaufen. Die kriegt man nur. Hey, du da. Ja. Jetzt kann es lustig werden. Mariel, was sagst du zu uns? Was? Wie? Rudy, seine Waffe, was ist los? Jack und Cecilia erzählten Mariel bis zu dieser Stelle in ihrem Abenteuer alles. Benutze die Kräuter, dann gehen die Schmerzen weg. Das ist der Vorteil des Lebens in Metallkörpers, den du hast, Rudy. Leben im Metall? Was weißt du, Mariel? Es ist eine tausendjährige Sünde. Das Metall, das ein Bewusstsein hat. Wie du weißt, sind die Körper der Dämonen Maschinen. Die Elfs und die Menschen wagten, ihr Reich zu betreten und Gott zu spielen. Wenn das eine kleine Wunde ist, kann ich sie mit Kräutern heilen. Doch verlorene Waffen ersetzen? Das. Nirgends im Vergeier lässt sich das Leben in Metall wiederherstellen. Wenn wir vielleicht vor 1000 Jahren gelebt hätten, dann hätte die Waffe von Rudy vielleicht... Vor 1000 Jahren im Vergeier? Wie kannst du? Gehen wir zum Tempel im Waldhügel. Tief in jenem Wald haben wir die Elves. Wir haben ein Geschenk hinterlassen. Zurückgelassen, so. Ja, es ist tatsächlich so, wir kämpfen nur mit den beiden. Ich meine auch, dass diese Stelle hier nicht gerade so einfach ist, vor allen Dingen, weil wir eben halt nicht mit Rudy spielen können, überhaupt nicht übrigens. Trotzdem will ich jetzt erstmal abspeichern. APSCHB. Und zwar genau hier. Gut, dass ich übrigens mit Rudy auf Level 36 bin, weil der wird, nachdem wir hier fertig sind, wird er nämlich ein paar Level hinterherhängen. So, wo war jetzt nochmal der Waldhügel? Der war nämlich hier. Hierhin. Die Elfs verließen Valgaia, nachdem der Krieg mit den Dämonen zu Ende war. Wir Elfs leben normalerweise im Wald. Nach dem Krieg eignete sich das Land nicht mehr für uns. So schufen wir dieses Reich, die Elfdimension. Wir brauchten unsere letzten Kräfte, um dieses Land in eine andere Dimension zu bringen. Wir schlossen die Tore und dies wurde unser neues Zuhause. Dort kannst du das Valgaia von vor 1000 Jahren sehen.
Und hier ist das Tor, das die Welt der Elf mit Fil'Gaia verbindet. Wir kriegen es nicht auf, nicht mal mit einer Kanone. Vielleicht ist das Tor kaputt, da es 1000 Jahre unbenutzt war. Das wäre schlecht für Rudy. Dieses Tor wird durch Herz und Lebenskraft der Elf gespeist. Die Elf leben in Banden. Wir knüpfen Bande mit der Zeit, um ewig zu leben. Wir knüpfen Bande mit dem Land, um die Natur zu genießen. Wir geben gerne alles auf, um Bande mit jenen zu knüpfen, an die wir glauben. Rudy hat mir in diesem Wert das Leben gerettet. Nun will ich mich erkenntlich zeigen. Bitte verlasse den Hügel nicht. Wasim kann. Die Elf-Dimension ist eine Kopie von Fil'Gaia von vor 1000 Jahren. Hey Mariel! Mariel! Sie blutet stark. Wir müssen sie jetzt behandeln.